die Izzy und ich spielen heute mal wieder eine Runde Fashion Famous und verkleiden uns heute als Götter bzw. Göttinnen. Ah, weißt du, für was du gehen möchtest? Hast du schon eine Vision? Ich erkläre gerade den anderen, was das heißt. Du erklärst den anderen, was ich meine. Ja, es ist ein Gott. Ja. Okay, wir verkleiden uns als Götter. Das ist echt ein nice Thema, Ronja. Das ist ein nice Thema, gell? Ja. Ich hab auch gedacht. Ich glaube, wir haben uns auch noch nie als Götter verkleidet. Haben wir noch nicht. Deswegen holt mich das ab. Ich hole mir hier verschiedene Röcke übereinander. Wieso das? Weil ich es aus Versehen angeklickt habe. Mit purer Absicht. Was ist denn... Ich sag, das ist ein guter Rock. Welch das Gott ist willst exakt, du denn machen? Ich würde einfach quasi... Falls man als Gott geboren würde. Weißt du? Also mehr so engelmäßig, weiß, langes Kleid. Weißgold vermutlich. Weißgold, genau. Okay. Das ist der Plan hier. Ich brauche hier noch ein goldenes Perfekt. Würde ich direkt einfach mal zu Kopfbedeckungen gehen. Denn jeder weiß, hier ist der Heiligenschein, den wir brauchen. Haben wir? Zack. Gibt es einen? Ja, das ist der, den die Leute irgendwann alle genommen haben, als du. Ich glaube, du hattest Engel? Winterengel? Ja, genau. Irgendwann? Oh, das kommt noch. In dem Fall Spoiler. Tut mir leid. was haben denn Götter für Haare? Wahrscheinlich Locken? Ich weiß es nicht, Ronja. Wahrscheinlich auf jeden Fall nicht bunt gefärbt. Das holt mich ab. Ich mag die roten Haare voll. Ich habe das Gefühl, ich nehme super oft die roten Haare, weil ich die einfach voll hübsch finde. Weißt du, was ich meine? Oh, man hätte auch für so einen griechischen Gott gehen können. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Das machst du? Das ist, glaube ich, gar nicht dumm. Das weißt du, dann kannst du ein bisschen für so ein... Falls es so Kleider gibt, kann man dafür gehen. Das ist, denke ich, das gewinnbringendste Play hier. Dann nehme ich mir noch so einen Kranz. Wenn schon, denn schon. So, zack, zack, zack. Ich bin nicht unzufrieden bisher, brauche aber jetzt sowas wie einen... Was würde ein Gott in der Hand halten? Hat ein Gott Flügel? Braucht man jetzt Gott Flügel? Hast du Flügel? Schon. Ich glaube auch. Aber was für welche? Auf jeden Fall keine bunten Schmetterlingsflügel. Nee, wobei. Ich meine, eigentlich kannst Gott du auch nicht. So schweben. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass du Flügel brauchst. Ich glaube auch nicht. Ich guck einfach mal, ob ich hier noch was Hübsches finde, was mich anspricht als zukünftiger Herrscher über das Universum. Die Kette hier spricht mich überhaupt nicht an, weil die sieht furchtbar aus. Hat ein Gott denn einen Heiligenschein? Ich weiß nicht. Ich meine, ein Gott hat einen Heiligenschein. Außer du gehst für einen griechischen Gott? In dem Fall nein. Ich sag, das ist okay, was ich habe bis jetzt. Ich bin nicht unzufrieden. Hier sind so richtig coole Käferflügel. Holy moly. Ich wünschte, ich hätte Käfer genommen als Kategorie. Das sieht richtig cool aus. Das hat auch so Antennen. Seit wann gibt es so viele Flügel? Das ist mir neu. Das ist mir völlig neu. Habe ich schon ein Gesicht? Ja, ich habe schon ein Gesicht. Sonnenbrillen brauchen Gott wahrscheinlich eher weniger. Hörner auch nicht, denn ich bin ja ein Gott und kein Hornstier. Keine Ahnung was. Ich bin nicht unzufrieden. Ich brauche nur noch eine Handtasche. Oder irgendwas für die Hand. Ich muss sagen, ich bin auch okay. Mein Outfit ist in Ordnung. Mein Outfit ist in Ordnung. Ich sehe hier auch jemanden rumlaufen in einem ähnlichen, hier. Outfit, aber in helllila. Was ist denn hier gut für meine Hand? Also ganz zufrieden bin ich nicht. Ich sag hier, der Zauberstab. Ist okay. Den kann ich nehmen. Da bin ich nicht unzufrieden mit. Hier nimmt sich ein Picknickkorb. Ich weiß nicht, ob das das Play ist, aber die Zeit ist jetzt auch um. Von daher ist es auch egal. Wir sind hier in der Natur, im verzauberten Wald und präsentieren heute unsere göttlichen Outfits. Siehst du göttlich aus? 50%. Denkst du, Barsum 123 und Paola 2018 sehen göttlich aus? Eigentlich, das weiß ich noch nicht. Lollipop Cake Muffin sieht auf jeden Fall eher aus wie eine böse Hexe. Ich werde es ganz ehrlich sagen, sieht aus wie eine böse Hexe. Das sind nur 3 Sterne von mir. Da muss man halt einfach klar die Themenverfehlung sehen. Das ist wahr. Oh, alles Käse, direkt auf dem zweiten Platz. Göttlicher Glitter. Oh mein Gott, wo hast du denn den Heiligenschein her? Ist der nicht nice? Der sieht oder? So gut aus. Hinter dir ist eine kleine Fee. Seit wann gibt's die? Die gibt's schon länger eigentlich. Die sind richtig hübsch. Okay, Banger-Outfit. Nicoletta XZN hat... Oh, das sieht süß aus, aber das ist mehr eine Prinzessin. Das wäre voll die schöne Prinzessin. Das wäre so eine gute Prinzessin, aber... Es sieht super hübsch aus. Ich will ihr keine 3 Sterne geben, deswegen gebe ich ihr 4. Aber es ist leider kein Gott.
Dafür hätte sie vielleicht einen Heiligenschein gebraucht und ein bisschen weniger Pink und ein bisschen mehr Weiß-Gold. Oh nein, wir haben fast dasselbe Outfit, schreibt sie. Auch eher eine Fee oder eine Prinzessin. Ich sag, das sind sogar eher drei. Da gefällt mir das Gesicht nicht so gut. Okay. Next up ist Paola 2018. Das sieht gut aus. Okay. Das ist echt süß, oder? Das sind fünf. Weil das ist hellblau, das sieht göttlicher aus. Irgendwie die dunklen Haare, die passen gut dazu. Ja, ja. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Vielleicht habe ich hier einen vorausgesehenen Stil. Okay. Cibres, was auch immer. Sieht cool aus, sieht aber nicht aus wie ein Gott. Das sind drei Sterne, das tut mir leid. Das ist einfach ein Mädchen auf, mit einem Blumenkranz auf dem Kopf. Aber es ist süß. Es ist süß, es ist aber kein Gott. Und Ibosse. Ich weiß nicht, was das Thema heißt. Aber ich hab's doch am Anfang geschrieben. Sie hat's doch am Anfang geschrieben. Es gibt keine Ausreden hier. Doch immer auf Deutsch. Weißt du was? Das ist die zwei. Arme. Das ist zwei. Nee, drei. Ich bin kein Monster. Oh Mann. Oh nein, die Arme. Das war ein süßes Outfit, aber. Ach, das bin ich. Wow, Ronja. Sieht gut aus, Fancy. Oder? Sieht das aus wie ein Gott oder sieht das aus wie ein Gott? Auf jeden Fall, das ist das erstbeste Outfit von allen. Dankeschön. Heftig. Ich bin nämlich auch überzeugt. Die Haare sind so hübsch. Die Haare sind so hübsch, gell? Oh mein Gott, ich hätte so gerne rote Haare, aber es sähe so kacke aus an mir wegen der weißen Haare. Also das auf jeden Fall für mich hast du gewonnen. Dankeschön, dankeschön. Ich hab's sogar gewonnen! Yes! Weiter! Oh mein Gott! Wann wird denn hier ordentlich bewertet? Normalerweise hassen uns die Leute. Normalerweise habe ich das Gefühl, wir haben hier Banger-Outfits und dann gewinnt der mit dem Elefant. Ja, das ist wahr. Oder die ganz gar nichts anhaben. Alles klar. Voll gut. Du hast verdient gewonnen. Dankeschön. Du aber auch. Für guter zweiter Platz. Danke. Okay, weißt du was? Cool. Ich bin nicht unzufrieden mit dem ganzen Outcome hier. Das war's für diese Folge Fashion Famous. Die Leute können doch reinschreiben, was sie besser fanden. Ja, ist echt so. Schreibt mal, wie Easys Outfit oder mein Outfit oder eins von den anderen Outfits am besten fandet. Dann können wir auch gerne vielleicht in den Kommentaren voten. Und ich kann das oder so zusammenzählen. Hashtag easy. Was? Nein, nein, nein. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei, denn da haben wir auch viele coole Roblox und auch Fashion Famous Videos gemacht. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.